Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Hey ihr Lieben, ich wünsche euch zuallererst einen wunderschönen Tag. Ich finde es großartig, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der heutigen Episode in meinem Podcast Alles Menschen möchte ich dir einen wirklich bemerkenswerten Menschen vorstellen. Vielleicht hast du schon das eine oder andere Interview gesehen, welches ich mit André Stern, einem begnadeten und liebevollen Freigeist, geführt habe. André ist genauso alt wie ich und in den Gesprächen hat er immer wieder seine Eltern voller Hochachtung und in tiefer Liebe erwähnt. Und so war ich ganz neugierig darauf, seinen Vater kennenzulernen. Arno Stern, Zeitgeschichte, 97 Jahre alt. Auch ein Freigeist, ein Pädagoge, ein Forscher, der Begründer der legendären Malschule für Kinder und für Große. Wir sprechen zusammen über die magische Spur unserer Seelen. Warum Erziehung ganz häufig verhindert, dass wir diese Spur finden und was wir tun können, um diese Spur in uns und in anderen Menschen zu befreien. Arno Stern teilt aus seiner Kindheit, der Erfahrung einer jüdischen Familie im Nationalsozialismus, der Flucht und wie es ihm dennoch gelang, in all der Zeit sein Licht und seine Unschuld zu bewahren. Er spricht über die Gründung der Malschule und über seine Einstellung gegenüber Kindern und Freiheit. Ich wünsche dir Muße, Genuss für dieses Gespräch. Für mich persönlich ist es immer etwas ganz Besonderes, einen der wirklich älteren Generationen lauschen zu dürfen. Lieber Herr Stern, ich möchte erst mal sagen, dass es mir eine solche große Freude und Ehre ist, mit Ihnen persönlich zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das mache ich sehr gerne. Mich freut es auch. Also, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie jetzt mittlerweile 97 Jahre alt. Ja. Absoluter Respekt. Und ich würde gern von Ihnen wissen, wie es Ihnen in dieser so besonderen und ja auch verrückten Zeit jetzt mit Corona, wie geht es Ihnen? Wie erleben Sie diese Zeit? Ja, ich meine, man muss sich damit abfinden. Man kann nichts dagegen tun. Es ist bedauerlich, aber gut, wir sind nicht schuld daran. Und wir sind die Opfer. Denn der Malort ist geschlossen, vorübergehend. Wir dürfen gar keine Kinder aufnehmen. Die müssen ja mit einer Maske, und das können sie sowieso nicht machen, mit einer Maske malen. Also es ist momentan verunmöglicht. Und dann ist meine ganze Haupttätigkeit unterbrochen. Und ich will nicht sagen, dass ich mich damit abgefunden habe. Aber gut, ich meine, man kann nichts dagegen tun. Es gibt Begebenheiten, mit denen man leben muss. Das war nicht die erste, die mein Leben gestört hat. Aber gut, es ist eine hinzugekommene aus anderen Begründungen. Und ich würde sagen, vielleicht nicht die schlimmste Begründung, denn der kann man ausweichen, während die vorangegangenen eben viel gefahrvoller gewesen sind in meinem Leben. Darüber möchte ich auch gleich mit Ihnen sprechen. Aber zuvor, stimmt es, Ihr Sohn hat mir verraten, dass Sie tatsächlich angefangen haben mit dem Digitalen, mit dem Online-Arbeiten und dass Sie ihm das quasi beigebracht haben und Lust gemacht haben? Ich kann es nicht behaupten. Ich kann ja nicht alles kontrollieren. Aber uns ist es, ich würde sagen, eine Möglichkeit oder die Möglichkeit geworden, in einem Moment so das zu tun. Anders war es einfach nicht mehr möglich. Man musste eine andere
Weise erfinden oder finden, und das war die naheliegendste. Und es hat sich gut bewährt. Ich finde, die jetzigen, also was die Ausbildungskurse natürlich, also ich habe hier mehrere Tätigkeiten, was die Ausbildung betrifft, also die Vorträge und die Darstellungen, die sind dadurch verbessert worden. Oder vielmehr, die Verbesserung ist dadurch beschleunigt worden. Und ich finde, also nein, ich nicht finde, aber die Menschen, die mal zuvor einem Ausbildungskurs beigewohnt haben und jetzt einen wiederholen oder aus Neugierde nochmal einen beiwohnen, die machen immer die Bemerkung, dass es sich ganz verändert habe. Also das sei ganz anders geworden, als es vor noch wenigen Jahren gewesen ist. Ich muss hinzufügen, um das zu erklären, um das zu ergänzen, dass ich seit mehreren, das heißt einer großen Anzahl von Jahren Ausbildungskurse gegeben habe, weil die Nachfrage eben sehr früh erschienen ist, weil viele Menschen zu mir gekommen sind, die von meiner Machweise angezogen waren und die das auch übernehmen wollten. Meine ersten Ausbildungskurse haben nicht so ausgesehen, das stimmt natürlich. Ich habe dann da so gemacht, wie, ich würde sagen, wie, weiß ich, ein Bäcker oder ein Schneider. Ich habe einfach Lehrlinge aufgenommen, Menschen, die meiner Arbeit beigewohnt haben, und nachher haben wir darüber gesprochen haben. So hat es begonnen. Und dann kam natürlich vieles hinzu. Und was hat die Hauptsache, die dazugekommen ist, ist eben, ich würde sagen, ist eine theoretische Zugabe. Denn viele Fragen wurden gestellt, warum haben Sie jetzt das hier gefragt oder warum haben Sie es nicht gefragt? Also was die Beiwohner eben da nun was ihnen aufgefallen ist, das haben sie dann später mit mir besprochen. Und so sind dann systematisch organisierte Vorträge entstanden, so wie sie heute stattfinden. Das heißt, Sie lernen mit 97 Jahren immer noch dazu? Das möchte ich nicht so sagen, dass ich dazu lerne, aber es hat nie aufgehört. Es ist also so, mein Interesse ist genauso wach heute wie vor 20 Jahren, aber natürlich die Bedingungen, um das zu erfüllen, die sind natürlich perfekter geworden, das ist klar. Heute kann ich, und wenn ich etwas zeigen möchte oder wenn ich etwas beweisen möchte, dann verfüge ich heute über bessere Mittel als damals, als vor 20 Jahren. Das ist klar. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Geschichte, zu Ihrer Kindheit stellen? Gerne, ja, natürlich. Ja. Sie sind ja in Deutschland geboren und... In Kassel, ja. Und nur wenige Jahre hier zur Schule gegangen und dann nach Frankreich emigriert. Ja, 3 Jahre war ich auf der deutschen Schule und war ein sehr beflissener Schüler, war einer der jüngsten in der Klasse. Also damals war es anders als heute, aber ich gehörte einfach zu den früh eingetragenen Kindern in der Schule und war deshalb natürlich vom Lehrer besonders, ja, ich würde sagen, ausgezeichnet. Wenn man so der Jüngste ist, dann ist man ein bisschen wie ein kleines Kind, muss man sich ihm annehmen, muss ihm helfen, so ungefähr war es gewesen, als ich in die Schule in Kassel eintrat. Warum mussten Sie emigrieren? Ja, erstens, weil wir als Juden verfolgt wurden und dann, weil mein Vater so klug war, das sofort zu begreifen. Ich muss sagen, mein Vater, so ist es mir vorgekommen, das ist für mich eine sichere Erklärung. Mein Vater war geführt. Ich sagte, von seinem Schutzengel geführt. Er hat nichts getan aus Überlegung, sondern aus Überzeugung. Was er tat, das war unwiderruflich, das war unbezweifelt. Es musste in dem Moment so geschehen. Und alles in seinem Leben
was uns manchmal erstaunte, ist so gewesen. Und so war es auch eines Tages, also es war kein Wunder, die Begebenheit war kein Wunder, dass Hitler die Macht ergriff, dann wusste mein Vater, in diesem Land bleibe ich nicht. Mein Vater konnte das nicht annehmen. Mein Vater war Frontkämpfer gewesen im Ersten Weltkrieg. Mein Vater war so patriotisch veranlagt, wie alle jungen Menschen damals gewesen sind. Und er wusste, in diesem Land, wenn es so verbleibt, da bleibe ich nicht. Das ist nicht mir angeeignet. Und ich passe da nicht hinein. Und als dann wirklich die Gefahr näher kam, als die ersten Menschen verhaftet wurden, verprügelt wurden, in Konzentrationslager eingesperrt worden sind, da war mein Vater natürlich ganz wirklich sicher gefährdet und hat sich in Schutzhaft begeben. Das war damals möglich, weil am Anfang der Machtergreifung, die Machtergreifung, so nannte man die, als Hitler Präsident wurde. Nach der Machtergreifung hat sich mein Vater in Schutzhaft begeben, weil die Polizei noch nicht angeschlossen war an die Partei. Und so war er jedenfalls in Sicherheit. Und das ist ja ungefähr eine Woche lang geblieben, während meine Mutter andererseits einige Koffer, drei Koffer gepackt hat. Und eines Morgens ist es so gewesen, also da muss ich etwas einfügen als eine kleine Einzelheit. Ein Bruder meines Vaters hat mir zum Geburtstag, fünfjährigen Geburtstag oder sechs, ich weiß nicht mehr, wie viel es war damals, hat mir ein Auto geschenkt, mit Pedalen. Und damit fuhr ich im Hof. Wir waren in einem Neubau und auf der hinteren Seite war ein Garten mit Wegen und darauf fuhr ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jeden Tag fuhr, aber jedenfalls jederzeit fuhr ich mit diesem Auto im Hof. Und eines Morgens, als ich da im Hof gerollt bin, rief mich meine Mutter, Arno, komme. Und ich sagte ihr, weil ich ein folgsames, gut erzogenes Kind gewesen bin, wie damals eben üblich gewesen ist, sagte, ich muss erst mein Auto parken. Nein, 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 sagt meine Mutter, lass es stehen und komme sofort. Das folgsame Kind kam sofort. Ich wusste nicht wohin, aber vor dem Haus stand ein gemietetes Auto. Mein Vater konnte nicht Auto fahren, aber ein Mitarbeiter konnte es, der hat das Auto gemietet und als meine Mutter mich rief, stieg ich in das Auto auf den Hintersitz neben meiner Mutter. Vorne saß mein Vater, der war wieder von der Polizei zurückgekommen und sobald ich saß, fuhren wir davon und das war mein Abschied von Kassel. Das war einfach endgültig und mein Auto blieb da stehen. Zum großen Bedauern meines Sohnes, der dann später erfuhr und er sagte, vielleicht steht es noch da, vielleicht kann ich es später abholen. Das war natürlich nur eine Einbildung gewesen. So, und dann sind wir mit zwei Koffern sind wir von der Wohnung gegangen und haben Deutschland daraufhin verlassen. Über Umwege allerdings, erst sind wir zu den Eltern meines Vaters nach Schotten in Hessen gefahren und nach einer Nacht, nachdem der Mitarbeiter meines Vaters ihn anrief und sagte, hier, dort sind Sie nicht in Sicherheit, und dann ist mein Vater sofort zu seinem Schwiegervater, also zum Vater meiner Mutter, nach Freiburg gefahren und ist über die Grenze, ich möchte sagen, also um es kurz zu sagen, über die Grenze gegangen, aber ich müsste es sagen, über die Grenze gesprungen. Und meine Mutter folgte ihm einige Tage später und ich noch ein bisschen später auf eine andere Weise folgte ich dann meinen Eltern nach Frankreich. Und wir haben alles stehen gelassen in der Wohnung und bekamen dann nach
waren in Mühlhausen im Elsass und eines Tages nach kurzer Zeit, weiß nicht, ob es ein Monat war oder ein paar Wochen, hat mein Vater, haben meine Eltern eine Botschaft bekommen, eine Nachricht bekommen von dem Hausbesitzer, das war eine Gesellschaft gewesen, und sie haben uns dann mitgeteilt, dass sie den Inhalt unserer Wohnung versteigert haben, um die fällige Miete natürlich zu begleichen. Natürlich haben wir nicht die Miete bezahlt, wir waren ja nicht mehr da. Und so ist alles, was wir besaßen, eben ist verloren gegangen. Gut, mein Vater sagte dann, das war seine Veranlagung, das war typisch für ihn, unsere Klamotten, die können Sie haben, uns haben Sie nicht gekriegt. Das war typisch mein Vater, der ein gläubiger Mensch gewesen ist, ein überzeugter Mensch gewesen ist und der alles tat, was das Passende, das Nötige, ich würde sagen, das Richtige gewesen ist. Sie mussten dann relativ kurze Zeit später noch einmal fliehen in die Schweiz, richtig? Ja, das stimmt, weil natürlich, wir waren dann in Mühlhausen im Elsass, aber das war ja Frankreich. Und dann, als der Krieg ausgebrochen war und als die Wehrmacht eingezogen ist, waren wir natürlich gefährdet und mussten wieder alles stehen lassen und sind ins sogenannte Innere geflüchtet. Ja, das war dann die kleine Zugabe zu unserer ursprünglichen Flucht. Und dann entstand etwas Neues in meinem Leben, eine neue Periode. Mein Vater hat sich als erstes freiwillig in die französische Armee gemeldet, ist dann auch zum Militär gekommen, nicht als Kämpfender, aber in ein Materiallager der Armee in Langres, das war so etwa 200 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem wir dann gewohnt haben. Inzwischen mussten wir Mühlhausen, wo wir dann gewohnt haben, verlassen, weil das Grenzzone war, und mussten uns ins Innere begeben. Mein Vater suchte, wohin wir gehen konnten, und ist dann möglichst in die Nähe gegangen. Das war natürlich naheliegend, dass man nicht ans andere Ende des Landes geht, sondern eben in der Nähe bleibt. Und so fand mein Vater nach langem Suchen in Montbéliard, also in Burgund, fand er eine Wohnung, und dort wohnten wir dann. Meine Eltern wohnten bis ans Ende ihres Lebens dort, und ich war eben in meiner Kindheit in Montbéliard gewesen. Bin dann in die Schule gegangen, dort in Montbéliard, und das war dann eigentlich meine zweite Heimat. Ja, das war also, um es ganz zusammenzufassen, eigentlich die Hauptperiode in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Das war dann die zweite, sagen wir mal, die nächste Etappe in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Und da war natürlich, das war noch schwieriger als die erste. Bei der ersten Flucht, die ist in drei Teile aufgeteilt worden, mit Zwischenstationen über meine Großeltern, später über meinen Großvater, den Vater, der war Witwer von meiner Mutter, und dann bin ich von einer Bekannten über die Grenze nach Frankreich, also damals nach Mühlhausen gebracht worden. Ging dann ein Jahr ungefähr in die dortige Schule, wo Französisch die offizielle Sprache war, aber im Elsass sprach man damals jedenfalls Elsasser Deutsch, und das lernte ich auch notdringend natürlich, weil das die Tagessprache, unsere übliche Sprache gewesen ist. Als Beispiel, der Leiter der Schule gab auch Unterricht,
Und dann zeigt er uns ein Bild und da sagte er, ich weiß es nicht mehr auswendig, sagte er als Kommentar zu dem Bild, je n'ai plus qu'un sou. Und übersetzte es auf Elsässisch, ich habe nur noch ein sou. Das war das Übliche, das war die Schule gewesen. Und die besuchte ich also. Und dann bekam mein Vater die Nachricht, dass wir in diesem Grenzgebiet nicht bleiben dürfen. Die war eine Sperrzone. Und dann sind wir ins Innere, und zwar nach Montbéliard, umgezogen. Und dann, als die deutsche Armee einzog, als der Krieg ausbrach, waren wir wieder gefährdet. Und mein Vater war gar nicht bei meiner Mutter und bei mir, weil er sich zur Armee gemeldet hatte. Und dann fuhren wir ins Innere zuerst und später wohnten wir, mein Vater hat uns danach geholt, und später waren wir dann im Süden, im Rhonetal, in Valence. Und als die Gefahr wirklich so drohend gewesen ist, sind wir benachrichtigt worden, dass wir unbedingt weg müssten. Also entweder uns verstecken oder eben ganz Frankreich verlassen. Und mit Hilfe von einer Organisation, von einem Hilfswerk, sind wir dann an die Schweizer Grenze gebracht worden. 4000 Meter hoch sind wir dann gestiegen und dort hat uns dann der uns geführt hat, der Begleiter, sagte mir, siehst du da vorne, da diese Wiese, das ist die Schweizer Grenze. Und als ich das hörte, rannte ich davon und wollte sofort in die Schweiz rennen. Aber dann sagte ich, meine Eltern können ja auch nicht hier bleiben, müssen auch rüber. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe gewartet. Und dann später sind wir dann auf Umwege und wieder durch ein Wunder sind wir sogar in der Schweiz aufgenommen worden. Das heißt, wir sind hinuntergelaufen und während wir liefen, waren plötzlich zwei grün uniformierte Soldaten, die uns angehalten haben. Ihre Uniform sah sehr der deutschen Armeeuniform ähnlich. Und dann haben sie uns ihrem Hauptmann hingeführt. Und ich weiß nicht warum, das war wieder ein Wunder, in der Art, wie alle anderen Wunder im Leben meines Vaters geschehen sind. Und dann hat er sich für uns eingesetzt, hat zur Armeeführung in Bern angerufen und hat für uns wirklich argumentiert und hat durchgesetzt, dass wir nicht ausgewiesen worden sind, wie viele Flüchtlinge, die in der Schweiz Asyl suchten, sondern dass wir bleiben durften. Es ist nicht gesagt worden, nur wir saßen vor der Hütte, der Armeehütte, und wir hörten durch die Tür, aber ohne zu verstehen, was gesagt wurde, hörten wir, dass ein Telefongespräch, ein endloses Telefongespräch stattgefunden hat. Und dann war es plötzlich zu Ende und dann sagte der Hauptmann, geben Sie mir Ihre Ausweise. Wir hatten gefälschte Papiere, aber natürlich nur für französischen Bedarf und die waren dann in der Schweiz natürlich nicht mehr möglich, nicht mehr gültig. Dann haben wir ihm alles gegeben, was wir hatten, unsere Ausweise und das bisschen Geld. Und dann hat er zwei Soldaten gerufen, die haben ihr Seitengewehr auf ihr Gewehr gepflanzt und sagte, kommen Sie. Und dann sind wir, meine Mutter, mein Vater und ich, folgten mit ihnen und gingen. Und da war es eben sehr bezeichnet, in welche Richtung gehen wir. Wenn wir nach oben gegangen wären, das hätte bedeutet, wir gehen der Grenze
wir gehen in die Nähe der Grenze, dann würde es bedeuten, dass wir ausgewiesen worden wären. Aber wir sind nach unten gegangen, nach unten geführt worden. Und so liefen wir lange, lange, also es war ziemlich hoch, es war ja 4000 Meter, der Gipfel war 4000 Meter hoch, aber es waren einige, also ein sehr hoher Berg ist es gewesen, und dann sind wir nach unten gelaufen, stundenlang, und unten hat uns dann haben uns die beiden Soldaten anderen Armee, Angehörigen von der Schweizer Armee übergeben, und die haben uns übernommen, und dann sagten diese zu uns, kommen Sie mit. Und dann sind wir zum Bahnhof gegangen und mussten unsere Fahrscheine lösen, und dann war es eben ein sehr aufregender Moment, wohin werden unsere Fahrscheine gelöst, und zwar ins Innere, dann waren wir gerettet. Und zwar nach Martigny. Und dann kam der Zug und wir stiegen ein und fuhren mit den Soldaten natürlich, die uns bewachten, fuhren wir nach Martigny, und dort übergaben sie uns wieder Soldaten, und dann sind wir dort interniert worden, und so haben wir dann 3 Jahre verbracht in diesem Auffanglager und später in einem Arbeitslager, und da ist meine Jugendzeit vergangen. Die Zeit im Leben, die man die Jugend, und zwar nennt man es im Allgemeinen die kritische Lebensperiode, verbracht, das war die Zeit, in der ich interniert in der Schweiz im Arbeitslager gewesen bin. Das war also der Anfang von die erste Zeit meines Lebens. Ihr Leben strahlt für mich ganz viel Licht, ganz viel Freude, ganz viel Humanismus, Optimismus aus. Also wie haben Sie in dieser Zeit, also in der Kinder ja wirklich auch ganz viel Sicherheit brauchen und Vertrauen brauchen, also was hat Ihnen damals die Kraft gegeben? Ja, mein Vater. Ich würde sagen, ohne weiter zu suchen, ich habe nicht darüber nachgedacht, also ich habe über diese Frage habe ich mir nicht gestellt, aber wenn ich sie mir gestellt habe, dann kommt mir die Antwort sofort in den Mund, mein Vater. Mein Vater zweifelte nicht, mein Vater war wirklich, ich sagte, geführt, und was ihn betraf, das betraf natürlich seine ganze Familie, seine Frau und seinen Sohn. Und so war es zweifellos gingen wir der Bestimmung nach, der Bestimmung folgend, die mein Vater angab. Und so sind wir dann in der Schweiz gewesen, haben wir diese Jahre, diese Kriegsjahre in dieser Sicherheit, in dieser, ja, spärlichen, aber immerhin gesicherten Zeit verbracht. Ich habe jetzt schon mehrere Gespräche mit Ihrem Sohn geführt, und das Besondere an Ihrer Beziehung ist ja, dass Sie Ihren Sohn quasi gar nicht erzogen haben. Das möchte ich nicht so sagen, weil man sich erstmal einigen müsse über die Bedeutung des Wortes erzogen, erziehen. Dass wir unsere Kinder, ich habe einen Sohn und eine Tochter, dass wir unsere Kinder nicht erzogen haben auf eine übliche Weise, das stimmt. Ob unser Verhältnis oder unser Verhalten unseren Kindern gegenüber, ob man das als Erziehen benennen kann, würde ich auch nicht sagen. Aber es war natürlich ein geordnetes Leben. Wir hatten eine Vorstellung von menschlichen Beziehungen. Und natürlich, wir haben unsere Kinder als vollwertige Menschen betrachtet, als vollgültige Menschen betrachtet. Und ihr Leben, wenn man es zusammenfasst, ähnelte überhaupt nicht dem
leben Gleichaltrigen, denn die in die Schule gehen, denn deren Leben, deren hauptsächlichste Lebenszeit verbringen sie außer dem Haus. Und meine Kinder haben das nicht erlebt. Was nicht heißt, dass sie den ganzen Tag zu Hause gewesen sind, aber sie hatten ein gültiges Zuhause. Und das ist entscheidend gewesen für ihre Lebensweise, für ihre Lebensauffassung. Warum haben Sie Ihre Kinder nie in die Schule geschickt? Weil ich gegen das Prinzip der Belehrung bin. Ein Kind soll erfahren, ein Kind soll begegnen, es soll ein bereicherndes Leben haben, aber das bedeutet nicht, dass es einem Programm folgen soll. Und die Schule ist auf ein Programm ist angelegt. Und alle Kinder gleichen Alters sollen im gleichen Moment sich für das Gleiche interessieren. Das ist doch nicht menschlich. Dem kann ich keinesfalls zustimmen. Weder ich noch meine Frau. Und ich muss sagen, wichtig dabei ist gewesen, dass wir uns absolut einig gewesen sind. Also das nicht, es kommt ja vor, dass in einer Familie der Mann eine Auffassung oder Überzeugung hat und seine Frau eine andere. So war es nicht. Wir waren uns absolut einig. Für uns war es selbstverständlich und danach haben wir wirklich gelebt und unsere Kinder haben einen Anteil an unserem Leben gehabt. Es war nie getrennt. Es war nie einmal das Leben der Kinder und andererseits das Leben der Eltern. Wir haben ein gemeinsames Leben geführt. Jetzt weiß ich ja, dass Ihre Kinder ein wirklich glückliches und erfolgreiches Leben leben. Wie haben Ihre Kinder das gelernt, wenn sie nicht zur Schule gegangen sind? Und haben Sie niemals die Angst gehabt, dass vielleicht der André auf eine schiefe Bahn kommt, wenn er nicht in eine Schule geht? Nein, ich glaube überhaupt nicht an ein schulisches Programm. Das heißt, ich glaube nicht dran, ich lehne es absolut ab. Man kann doch nicht das so vereinfachen. Man kann doch nicht bestimmen, dass alle sechsjährigen Kinder das lernen, was das Programm nun vorgesehen hat. Und achtjährige Kinder lernen das, was im für sie bestimmten Programm steht. Das ist doch, wie kann man daran glauben? Wie kann man das annehmen? Der Mensch ist doch nicht in Altersstufen eingepasst. Ist ja nicht an Altersstufen angepasst. Also muss man doch seine Persönlichkeit und die ihm eigenen Fähigkeiten berücksichtigen. Ich glaubte nicht an die Möglichkeit, Kinder so zu behandeln. Und wir haben es nie als eine Bereicherung betrachtet, wenn man den Kindern eine gewisse Menge von Wissen beigebracht hat. Darauf kommt es doch nicht an, um Wissen anzusammeln. Es kommt auch darauf an, um Fähigkeiten zu ermöglichen, um sie zu fördern. Und das war eigentlich die Grundlage des Lebens meiner Kinder. Und ich muss sagen, noch eine wichtige, etwas sehr Wichtiges ist darin entscheidend. Wir haben das Leben mit unseren Kindern geteilt. Nicht einerseits ein Erwachsenenleben geführt und andererseits die Kinder nun leben lassen, sondern alles gehörte zusammen. Wie haben Ihre Kinder denn diese Fähigkeiten gelernt? Ja, weil sie ja dem Leben angehören und weil Kinder natürlich offen sind und Kinder erfahren doch sehr vieles und Kinder wollen doch sehr vieles erfahren, wollen doch vieles wissen. Ja, und darauf müssen sie sich einlassen. Das war kein Opfer für uns. Es war nicht so, dass wir unser Leben den Kindern geopfert hätten, sondern wir haben es mit ihnen geteilt. Und das war für einen jeden
eine alltägliche Bereicherung. Wir haben uns auf jeden Tag gefreut, weil so viel Neues darin vorkam, so viel Unerwartetes auch ist darin vorgekommen, was den Kindern entsprach natürlich und was wir mit ihnen geteilt haben. Ja, und dann möchte ich andererseits wieder sagen, es ist auch kein Zufall, dass ich mich zu diesem Beruf bekannt habe, nämlich, wieso kommt es? Ich hätte ja einen anderen Beruf erlernen können, ich hätte ja Rechtsanwalt werden können oder Arzt oder was eben. Andere Kinder in meiner Situation geworden sind oder dass man ihnen, wo man ihn sie geführt hat. So ist es aber nicht gewesen. Warum habe ich mich den Kindern nahe gefühlt? Ja, aus Veranlagung und aus Erfahrung. Ich bin als kleines Kind gut behandelt worden und als größer gewordenes Kind ebenfalls. Meine Eltern haben mich berücksichtigt. Meine Eltern haben mit mir gelebt, nicht neben mir. Das wird wohl entscheidend gewesen sein dafür, dass ich darin eine Pflicht empfunden habe, dass ich das auch andere daran teilhaben lassen wollte. Und so hat sich das entwickelt. Aber ich habe es nicht übernommen. Es ist nicht so, dass ich dann Pädagogik studiert hätte und irgendwelche Prinzipien da in die Praxis umgesetzt hätte. So ist es nicht gewesen. Ich habe sozusagen alles erdacht. Was mein Beruf geworden ist, das musste ich wirklich erfinden. Und so ist auch dann der Ort erstunden, den ich später den Malort nannte. Am Anfang hieß er ein bisschen anders. Ich habe ja nichts übernommen. Ich musste ja allem begegnen. Und so ist der Malort entstanden, der unentbehrlich ist für das Malspiel. Und das Malspiel ist auch wieder eine Benennung für ein Geschehen, das es zuvor überhaupt nicht gegeben hat, das ich auch eben, ich will nicht sagen, nicht erfunden, aber eingeführt habe. Und so ist alles in meinem Leben gewesen. Alles kam mir entgegen, weil ich eben dafür offen gewesen bin. Was ist das Malspiel? Was ist das Malspiel? Das ist eine Frage, die schwer auf eine Formel zusammengesetzt werden kann. Aber das ist eine Einstellung natürlich, das aus einer Überzeugung entwachsen ist. Das Malspiel ist eines der Möglichkeiten, Kinder zu beschäftigen, Kinder zu befriedigen, Kindern zu ermöglichen, etwas Bereicherndes zu erleben, anstatt etwas Auferzwungenes. Das bedarf einer Einrichtung und bedarf einer Behandlung, einer Lebensweise und kann nicht aus einer Lebensweise herausgenommen werden, so wie die Schulstunden zum Beispiel. Ein Kind geht, weiß ich, von 9 bis 12 und von 1 bis 2 in die Schule. So ist es natürlich nicht, dass man nur momentan das Malspiel erlebt, das nicht dem ganzen Leben angehört, sondern es ist ein Teil einer Lebensweise und das ist eben, ich würde sagen, das Bezeichnende, das Entscheidende. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also im Augenblick ist ja der Malort geschlossen, aber wenn er wieder geöffnet ist und da kommt ein Kind hin und es möchte malen. Also ich kenne das noch aus meiner Schule. Ich musste dann ganz bestimmte Dinge malen. Also die Lehrerin hat zum Beispiel gesagt, Veit, heute malst du eine Sonne. Ja, natürlich. Danke, dass Sie mir das genannt haben. Dann muss ich nicht erwähnen, was für die Kinder schädlich ist.
Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass es nicht sehr freudvoll gewesen ist, dass sie vielleicht in dem Moment lieber etwas anderes getan hätte, das ihnen eher angepasst gewesen wäre. Aber gut, natürlich, wenn also der Mahlort ist ein geschlossener Ort, der auf Französisch auch so heißt, Clos-lieu, das heißt geschlossener Ort, ist also ein Ort, in den man eintritt und aus dem Alltag austritt in eine ganz neue Welt, also in einer ganz neuen, in eine ganz neue Welt eingelassen, eingeladen worden ist. Und hier nun sind Bedingungen geschaffen, die der Persönlichkeit des Menschen angepasst sind, also die wirklich dem Menschen, den menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Diese Bedingungen natürlich, die bedarfen einer besonderen Einrichtung. Wenn also das Kind in den Mahlort ankommt, die Tür öffnet und eintritt, dann ist es überrascht. Einen solchen Ort hat es nirgendwo gesehen, den gibt es nicht außerhalb des Mahlortes selbst. Und dann schaut es an und ist erstaunt. Und hier, was kann man hier tun? Und dann ermutige ich das Kind und sage ihm, nimm dir ein Blatt Papier. Das tut das Kind, ohne dass ich es darauf aufmerksam machen muss, wo die Blätter nun aufbewahrt sind. Das ist also ein Fach, aus dem man ein Blatt herauszieht. Ein Kind nimmt sich ein solches Blatt und ganz selbstverständlich trägt es das Blatt zur Wand und dort befestige ich das Blatt und dann hat es einen Spielraum. Und in diesem Spielraum kann es eine Spur eintragen. Mit was kann es das? Muss man ihm auch nicht erklären, nämlich in diesem Ort, in dem Mahlort, ist in der Mitte ein Instrument, ein 2 Meter langes Fach, nein, ein Brett eigentlich ist es, mit kleinen Vertiefungen und darin sind 18 Farben angereiht und Pinsel liegen dabei. Ja, was kann man damit tun? Ja, man möchte doch nichts anderes tun, als das Gebotene, das so angenehm ist. Und dann nimmt das Kind sich einen Pinsel, aber da bin ich neben ihm, neben dem Kind und schaue schon darauf, wie es den Pinsel nimmt. Denn nicht auf irgendeine Weise, nicht auf eine derbe Weise, sondern ich bringe ihm sofort bei, dass man ganz sorgfältig auf eine gewisse, auf die beste, erprobte Weise den Pinsel ergreift. Und was macht man damit? Ja, es ist ein Wassergefäß und ein kleines Schälchen mit Farbe darin, daneben. Und das ist naheliegend, sonst muss ich dem Kind das noch erklären, dass man zuerst ins Wasser und dann in die Farbe eintaucht. Und damit geht man zu seinem Blatt. Und was tut man? Ja, man lässt dem Pinsel eine Spur entwachsen. Und das ist angenehm. Und da muss ich darauf achten, dass das Kind nicht so fest drauf drückt, nicht den Pinsel kaputt macht, sondern dass es ganz sorgfältig mit dem Pinsel umgeht und dass man, wenn man ihn nicht mehr braucht, ihn ablegt und dann sind eben 18 Pinsel, also 18 farbige Pinsel da und dann kann man sich einen anderen davon nehmen und kann etwas anderes damit an, also was anderes entstehen lassen. Das ist, so einfach ist es, so naheliegend, so unbezweifelt, dass man auf diese Weise das Malspiel erprobt. Und dann gewöhnt man sich dran und dann könnte man sich es gar nicht anders vorstellen. Und so geschieht es dann regelmäßig und so wird es immer intensiver und das Kind ist immer sicherer, immer selbstsicherer und so erlebt es eben das Entstehen einer Spur. Und das ist keine übliche Spur, nicht eine Spur, die unter anderen Umständen entstehen könnte, sondern ist eine Spur, die aus einer Fähigkeit entsteht, die nirgendwo berücksichtigt, die nirgendwo
gefördert oder herausgefordert worden ist. Und diese Äußerung gehört nun, und das weiß ich, weil ich es erforscht habe, weil ich durch den Kontakt mit vielen Kindern, die es erlebt haben, weiß, also, und diese Spur gehört einer Äußerung an, von einer ganz bestimmten Weise, auf einer ganz bestimmten Verfassung, die nenne ich die Formulation. Denn alles, was hier geschieht, alles, was hier vorkommt, musste ja benannt werden. Für alles musste ich eine originelle Bezeichnung erfinden. Und das heißt also die Formulation. Das war natürlich sehr naheliegend, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über die Äußerung. Warum? Weil nämlich die gleiche Äußerung bei anderen Kindern ebenfalls geschehen ist, allen Kindern geschehen ist, weil es etwas Allgemeingültiges ist. Ja, dann ist es doch auffallend. Und dem bin ich dann nachgegangen und so ist dann eine Wissenschaft entstanden, die nicht der Kunst angehört, denn allgemein glaubte man, die Äußerung des Kindes wäre ein Abteil der Kunst, wäre eine Kunstgattung. Und ich habe nun wahrgenommen und verbreitet, dass es nicht stimmt, sondern dass die Äußerung des Kindes aus einem anderen Bedürfnis sich aufdrängt, eine andere Beschaffenheit besitzt und auf eine eigene Weise geschieht. Gut, das ist eben eine neue Wissenschaft, der man auch einen Namen geben musste, die Ausdruckssemiologie. Semiologie heißt eben die Zeichenkunde. Und das war natürlich eine grundlegende Veränderung, eine Erneuerung. Jetzt erscheint die Spur des Kindes und später kam noch ein Wissen hinzu, dass es nicht auf die Kindheit beschränkt ist. Aber fangen wir mal damit an und glauben, es sei die Äußerung des Kindes, dass die Äußerung des Kindes nicht der Kunst angehört und nicht nach der Kunst genannt und behandelt werden kann. Dass sie also nicht aus dem gleichen Grund entsteht wie das Werk, wie ein Werk. Das Werk eines Künstlers zum Beispiel, sondern einen anderen Ursprung hat, aus einer anderen Voraussetzung, einer anderen Veranlassung geschieht. Das ist, was eben jetzt überraschend ist für alle Außenstehenden, die das nicht vermutet haben, die geglaubt haben, die Spur sei irgendetwas, Unbenanntes, Unerforschtes, aber so ist es eben nicht. Diese Spur, die unter diesen Bedingungen, also in diesem Ort geschieht, ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Eigenartiges. Und was hier zur Äußerung kommt, hat einen bisher unbekannten Ursprung. Dem bin ich natürlich auch begegnet und kann ihn erklären. Und kann sagen, was hier nun zur Äußerung gelang. Was genau passiert mit den Kindern? Was macht das mit den Kindern, wenn die auf diese Art und Weise sich ausdrücken? Ja, natürlich muss ich erstmal zu den Bedingungen etwas sagen, was das Kind hier erlebt, was es hier äußert, das geht andere nichts an, wird also mit niemandem geteilt, wird nicht ausgestellt, wird nicht gezeigt und er erwartet keine Stellungnahme dem gegenüber. Das Kind ist also nicht wie ein Kunstschaffender, der ein Werk erzeugt und natürlich den Empfang seiner Äußerung erwartet. Das Kind erwartet nicht, es erlebt etwas, das aus seiner Gebärde entsteht. Und dieses Erleben allein ist wesentlich und das ist die Begründung, ist die Erklärung für dieses Spiel. Das ist also das,
das Eigenartige, das Besondere. Natürlich kann man das weit führen. Ich könnte noch erklären, was hier zur Äußerung gelangt, was man dabei erlebt und so weiter. Da muss man nicht alles sagen, nur dass es so ist, das ist doch wesentlich, das ist doch das Entscheidende. Also wenn ich das richtig verstehe, geben Sie Kindern einen Raum, sich wirklich aus dem Innen heraus zu entfalten, aber eben nicht für eine Zensur, sondern einfach aus der Freude. Ja, aus dem Bedürfnis, aus einem unumgänglichen Bedürfnis. Dass es freudvoll ist, das ist eine, ich würde sagen, eine Zugabe oder eine Folge davon. Aber es ist einfach ein natürliches Erleben in diesem unter diesen Bedingungen, unter diesen Voraussetzungen kann ein Spiel stattfinden und dieses Spiel ist genussbringend. Das ist die Voraussetzung, das ist eigentlich das, was die Rechtfertigung für dieses Spiel ist. Und so findet es statt. Und hinzu kam natürlich vieles, das das Wissen ergänzt, unter anderem, dass es nicht altersbegrenzt ist und dass es auch wieder eine grundlegende Verschiedenheit von dem, was bis hier behauptet worden ist. Natürlich bin ich nicht der Erste, der Kinder malen oder zeichnen ließ. Natürlich bin ich nicht der Erste, der sich für die Äußerung des Kindes interessierte. Aber natürlich durch mein Wissen, durch das, was mir begegnet ist, ja, bin ich in der Lage, vieles abzulehnen, was üblicherweise nun behauptet worden ist. Ich möchte noch weitergehen und sagen, alles eigentlich ablehnen muss, weil ich beweisen kann, dass es auf einem gefälschten Blick beruht. Und wenn man der Äußerung des Kindes auf eine reine Weise, auf eine unbeschmutzte Reinheit begegnet, dass man da sich öffnet einem Geschehen gegenüber, das überraschend ist und das etwas Erneuerndes ist und die Folgen davon, und das ist auch wieder wesentlich, und die Folgen davon sind eben auch wesentlich, denn ein Kind, das das äußert, was diese Spur ermöglicht, ja, das erlebt etwas, wofür es keinen Ersatz geben könnte. Und das ist auch wieder etwas sehr, sehr Bezeichnendes. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, es ist eigentlich genau dieselbe Art, wie Sie Ihre Kinder haben groß werden lassen. Es ist einfach eine ganz tiefe Einstellung. Ja, natürlich eine Überzeugung und eine unbezweifelte und in der es keine, ich würde sagen, eine lückenlose, also die dem Alltag entspricht. Absolut, jawohl. Nun möchte ich sagen, wir, und das muss ich einflechten hier als Erklärung, wir sind doch zum Vernünftigsein erzogen. Wenn man jemanden sagt, er sei unvernünftig, ist es ein Lob? Nee, ist doch eher ein Tadel. Man ist doch zum Vernünftigsein erzogen. Vernunft, was ist das? Überlegung, das heißt etwas, das allgemein annehmbar ist, das aus der Überlegung, das der, als Folge der Überlegung, und man ist vernünftig, weil man eben ein Hirn besitzt, das überlegt, das dazu fähig ist. Und man sagt natürlich niemanden, auch im Malort sagt man es nicht, sei unvernünftig. Das wird man nicht sagen, man ist es ja nicht bewusst. Aber man muss wissen, dass wir Eigenschaften besitzen, zum Beispiel die Intelligenz,
also den Wissensdrang und so weiter. Und dass wir daneben noch eine Eigenschaft besitzen, die vernachlässigt worden ist. Und das ist die Spontaneität. Das heißt, eine Tat, die nicht aus der Überlegung stammt, die nicht aus dieser Lust entstanden ist, etwas Bestimmtes zu tun, sondern es entfließt dem Menschen. Und das Spontane ist eben etwas sehr Erfreuliches. Doch wenn man diese Eigenschaft nun weckt, wenn man sie ermöglicht, wenn man ihr eine wichtige Rolle gibt, dann ist es eine große Bereicherung. Dann ist es eine Veränderung in unserer Veranlagung, also eine Zugabe, eine Bereicherung unserer Veranlagung. Und die Folgen davon sind natürlich, dass der Mensch dadurch erfüllt ist. Es ist keine Therapie. Man kann nicht sagen, man kann sich nicht darauf einstellen und es erwarten und sagen, ich gehe in den Malort, um spontan zu werden. Das ist eine Folge, nicht aber ein Wunsch. Und wenn man das erlebt, ja, ich werde es nicht jetzt erklären, nicht zerlegen in Einzelstücke, um es wie eine Anatomie nun zu erklären. Aber es ist klar, dass etwas hinzugekommen ist, dass das Leben eines jeden Menschen jederzeit bereichert, jederzeit unter gewissen Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, die sind eben die Grundlage des Malortes. Und natürlich ist es ein überraschender Ort, und jeder Mensch, der den Malort besucht, denn ich empfange natürlich sehr viele neugierige Menschen, die vom Malort gehört haben und ihn doch einmal anschauen möchten. Jedes Mal, wenn ich also Besucher aufnehme, nicht während einer Malstunde, nicht während einer Malspielstunde natürlich, da gibt es keine Zuschauer, die wären ja eindringlich, die wären ja störend. Aber jedes Mal, wenn Besucher in den Malort kommen, nach einer Malstunde zum Beispiel, und dann sind sie überrascht. Einen solchen Ort haben sie nie, nirgendwo gesehen, hätten sie niemals sich vorstellen können. Und jetzt sind sie da in diesem Ort und spüren etwas Außergewöhnliches, etwas, das sie zuvor nicht haben entstehen lassen können. Und das ist eben tief verankert in jedem eines jeden. Ja gut, und der Wert ist eben die Eigenart des Malortes, des Malspiels und der Äußerung, die darin ermöglicht worden ist, die Formulation. Ich habe in Ihrem Buch zwei interessante Begriffe gefunden. Sie schreiben von dem Entleerer und dem Entzieher. Was ist damit gemeint? Ja, gut. Ja, ich war ein guter Schüler, das möchte ich hinzusagen. Ich hätte natürlich ein schlechter Schüler sein können, der die Schule oder das Geschehen hätte hassen können. So war es aber nicht. Ich war ein Musterschüler gewesen. Ich war ein Klassenerster gewesen, der nur löblich von seinen Belehrern behandelt worden ist. Aber ich habe später dann natürlich, ist es mir bewusst geworden, dass es, obwohl es als löblich galt, ja nicht als ein solches wirklich geschieht, sondern dass man nicht danach beurteilt wird, ob man ein guter oder ein schlechter Schüler sei. Und das ist natürlich auch wieder sehr bezeichnend für das, was hier ermöglicht ist. Hier ist eine Äußerung ermöglicht, die anderswo nicht stattfinden konnte. Und wenn man sie ermöglicht, dann ist es etwas, das zu dem Erfahrenen kommt und das Leben
dementsprechend bereichert. Wenn das, also ich gehe davon aus, dass dieses Video später von ganz vielen Eltern gesehen wird. Welchen Rat können Sie Eltern geben, die jetzt ihre Kinder noch zu Hause haben und dies richtig machen wollen? Ha, ja, natürlich gibt es ein Mittel. Ich habe geschrieben, ich habe es ja nicht für mich behalten, sondern ich verbreite es doch möglichst weit. Und natürlich habe ich das alles beschrieben, was das ist und was es bedeutet und was seine Folgen sind. Und wenn man das weiß, dann ist es schwer, ich würde sagen unmöglich, es nicht zu berücksichtigen, es nicht wünschenswert zu finden. Und das ist natürlich die erste Folge. Nun muss es natürlich einen so eingerichteten Ort geben, denn unter anderen oder irgendwelchen Bedingungen kann es sich ja nicht ereignen. Also das sind bezeichnende Bedingungen, dass vieles, was anderswo üblich ist, hier nicht stattfindet. Ja, und so schafft man eben die Möglichkeit für etwas anderes, was im Menschen nun enthalten ist und nach Ausdruck drängen darf, das sich abspielen kann. Ja, das ist natürlich, es ist verständlich für einen jeden, der das erfährt, dass es wünschenswert ist. Denn es ist ja eine wirklich etwas, das hinzukommt und das nichts verhindert, aber sehr vieles eben bereichert in einem jeden Menschen. Aber was können wir als Eltern jetzt wirklich für unsere Kinder tun, also wenn wir noch mit kleinen Kindern oder auch mit großen Kindern zusammenleben? Ja gut, dass sie erstmal erfahren, dass es die Formulation gibt und unter welchen Bedingungen sie geschehen kann. Und das bedeutet, dass man nicht den Kindern einen unnötigen Rat gibt. Du könntest vielleicht einen Vogel darstellen oder wie wäre es, wenn du ein Haus nun darstellst und so weiter. Das muss verschwinden. Viele, ich will sagen, also schlechte Angewohnheiten müssen ausgeschieden werden. Vieles, das leider üblich ist, weil man es ja gut mit den Kindern meint, oder weil man schlecht informiert worden ist, weil man glaubt, Kinder hätten keine Fantasie. Fantasie gibt es überhaupt nicht. Das ist kein Wunder, dass Kinder keine Fantasie haben. Die gibt es ja nicht. Das ist eine Erfindung, dass etwas fantasiereich sein solle. Nein, es muss aus dem Inneren, aus einem dringenden Bedürfnis sich dem Kind aufdrängen. Und das kann doch nicht gesteuert werden, das kann doch nur ermöglicht sein. Und das Ermöglichen, das ist es eben. Und wenn Sie mich fragen, wie kann ich es ermöglichen, ja, fangen Sie damit an zu erfahren, dass es das gibt, wie wertvoll, wie unersetzlich es ist. Und dann natürlich werden Sie dementsprechend das Kind behandeln und werden eine Freude haben, wenn sie dem beiwohnen und erleben, dass es ja stimmt, dass es wirklich entsteht, dass wirklich aus dem Kind ohne Hilfe, ohne Beeinflussung, ohne weiteres Eindringen geschieht. Ja, das ist doch erfreulich für Eltern. Das gönnt man doch allen Eltern, genau wie man es ihren Kindern natürlich gönnt. Und dass man es erwünscht. Und man möchte doch, dass es allgemein sei, dass es also so verbreitet sei, und das liegt am Wissen, also an der Information, die wir heute Abend beitragen, indem wir es erwähnen und versuchen, es anderen zu erklären, es ihnen beizubringen. Wichtig ist, dass man von der eigenen Art der Formulation weiß und dass man ihre Rolle ermisst und dass man weiß, was es hier ermöglicht, was hier zur Äußerung kommt. Ja,
Ich möchte etwas hinzusagen, es wäre schade, es nicht zu erwähnen, wenn wir Zeit haben dazu. Geht das noch? Gern. Ja, gut. Sie fragen mich natürlich, was kommt hier zu Äußerungen? Ja, hier wird etwas geäußert, das man auf eine andere Weise nicht äußern könnte. Und wenn man über, jetzt muss ich aber eine Frage stellen, und die stelle ich allen meinen Besuchern. Die Frage ist, Sie haben doch eine Kindheit hinter sich. Und wenn Sie an diese Kindheit denken, bis in welches Alter können Sie da zurückdenken? Die Frage stelle ich Ihnen jetzt auch natürlich. Bis 4 Jahre. So sagt man im Allgemeinen, das stimmt. Ja, so ziemlich alle Menschen, denen ich diese Frage stelle, die sagen das. Und manche ergänzen das und sagen, ach, vielleicht sogar 3,5. Ja, gut. Ich gebe Ihnen sofort eine Antwort und sage Ihnen, das entspricht nicht einem Gedächtnis, sondern einer Erinnerung. Wir besitzen nämlich 2 Möglichkeiten, die sind parallel. Man weiß es nicht, man unterscheidet sie nicht, man verwechselt sie auch. Gedächtnis und Erinnerung. Was heißt Erinnerung? Das heißt, in unser Inneren eindringen, erinnern, nicht? Und Gedächtnis heißt, kommt von Denken. Wir denken darüber nach. Ja, so weit darüber nachzudenken, kommen wir nicht, wie wenn man der Äußerung begegnet, die der anderen Äußerung begegnet, die einen anderen Ursprung hat. Neben dem Gedächtnis haben wir also eine Erinnerung. Und darin ist alles gespeichert, was in unserem Leben vorgegangen ist. Und das reicht viel weiter in unserer Vergangenheit. Wenn man darüber nachdenkt, nämlich über das, was vorangegangen ist, muss man doch leider wahrnehmen, dass wir gar keinen Ursprung haben oder jedenfalls, dass er uns unbekannt geblieben ist. Wir wissen ja gar nicht von unserem Ursprung. Und diese Äußerung ermöglicht, unseren Ursprung wieder, den entschwundenen Ursprung wieder zu finden. Das ist eine große Bereicherung. Das hat Folgen natürlich, wenn wir einen Ursprung haben und nicht irgendwo hergekommen sind, wie vom Himmel gefallen, wo man nicht weiß, wo es herkommt und was dann nun damit geschieht. Und das muss man erfahren, muss man wissen. Und das ist dafür, für diese Speicherung in der Erinnerung, die ich als organische Erinnerung bezeichne, dass das natürlich eine wesentliche Bereicherung, eine Ergänzung ist. Und dass wir bisweilen ohne dieses Bewusstsein gelebt haben und nun ist es hinzugekommen. Was das für Folgen habe, das kann man sich vorstellen, das muss man gar nicht beschreiben. Das ist eben wirklich das Wesentliche, was man dazu sagen kann. Das ist wohl das Entscheidende, was zugunsten dieses Geschehens spricht. Ich habe eine letzte Frage noch. Also Sie schauen ja auf also wirklich fast ein Jahrhundert Leben zurück und ein sehr reiches Leben. Was ist für Sie der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens, darf ich gestehen, dass ich mir die Frage gar nicht gestellt habe. Ich glaube, die Antwort geht der Frage voraus. Ich muss mich nicht fragen, warum ich da bin. Ich weiß, dass das, was ich vermittle, was ich klar mache, was ich verbreite, ist wesentlich. Und allein das ist eine Pflicht für mich, ist eine Berechtigung für das Dasein in dieser Welt. Und wenn ich Ihnen
wenn ich sie überzeugt habe, wie wichtig das ist und dass es überhaupt wichtig ist und dass es unvergleichbar ist und also eine Bereicherung, wenn es ermöglicht ist, ja, dann ist eigentlich mein Lebenszweck erfüllt. Könnte man sagen, dass der Sinn unseres Lebens darin besteht, diese Spur, die Sie so schön beschrieben haben, diese Spur in uns zu finden und wirklich zum Ausdruck zu bringen? Das muss nicht ein Ziel sein, nicht eine Verpflichtung sein, aber ist eine Folge. Eine Folge von diesen Voraussetzungen. Also ich würde mir gar nicht die Frage stellen, ob es sinnvoll sei, diese Äußerung zu ermöglichen. Davon bin ich überzeugt, dass es sinnvoll ist und dass es wesentlich ist. Und ich kann auch ermessen, weil ich davon ein ständiger Zeuge bin, dass es wirklich diese Folgen hat, dass der Mensch, der die Formulation erlebt, ein bereicherter Mensch ist, nämlich sein unerfülltes Leben ist dadurch erfüllt, ist dadurch ausgeglichen. Etwas ist in sein Leben gekommen, das sein Leben bereichert. Ja, das ist natürlich eine Berechtigung, wenn ich sagen, für das Tun, dem ich mich ergebe. Ich danke Ihnen ganz, ganz doll für dieses Gespräch. Also mich haben Sie überzeugt und mich haben Sie inspiriert. Schön, danke, dass Sie mir das sagen. Das freut mich sehr. Und ich wünsche es vielen anderen Menschen auch, dass sie das erleben können. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass das noch viele Menschen erfahren. Ja. Ja, danke. Und alles, alles Gute und viel Gesundheit wünsche ich Ihnen. Ja, ich bemühe mich, gesund zu sein, gesund zu bleiben. Ja, vielen Dank. Bitteschön, bis morgen, bis bald. Danke, dass du diese Folge aus dem Podcast Alles Menschen gehört hast. Wenn dich diese Folge berührt hat und du neugierig geworden bist, dann schau gerne einmal in der Textbeschreibung vorbei. Dort verlinken wir dir Arno Sterns neues Buch Meiner Mutter ein Denkmal und seine Ausbildung zur Einführung in das Malspiel und die Formulation. Denn in 2 Wochen ist es schon soweit und die nächste Ausbildung startet. Du findest alle Infos unten in der Textbeschreibung. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.